Hallo zusammen, ich bin der Matangan, mache eine 4-jährige Lehre als Polymechaniker bei der Firma Jorns AG. Hallo zusammen, ich bin der Bono, mache eine 3-jährige Lehre als Produktionsmechaniker. Und heute zeigen wir euch ein paar Einblicke in unsere Berufe. Die Hauptaktivitäten eines Polymechanikers sind Drehen, Fräsen und Bohren. Wenn man den Beruf Polymechaniker lernen will, muss man gut in Mathe und Physik sein und keine zwei linken Hände haben. Ich habe mich für den Beruf Polymechaniker entschieden, wo es ein sehr abwechslungsreicher Beruf ist und ich sehr gerne genau arbeite. Ich habe mich für die Firma Jorns entschieden, wo mir das Team sehr gefällt und wir eine eigene Lehrwerkstatt haben. Im ersten und zweiten Lehrjahr tut man hauptsächlich manuell arbeiten. Ab dem dritten tut man mit computergesteuerten Maschinen Teile herstellen. Als Produktionsmechaniker sollte man gute Mathekenntnisse haben, ein gutes Vorstellungsvermögen, handwerkliches Geschick und man sollte Freude an der Arbeit mit Maschinen haben. Ich habe die Lehre bei Jorns AG angefangen, weil der Beruf sehr interessant ist und es immer neue Herausforderungen gibt. Bevor man Arbeit anfängt, sollte man sich gut vorbereiten. Das Schöne an der Lehre in Jorns AG ist, dass man in verschiedenen Abteilungen des Betriebs Erfahrungen sammeln kann. Falls man Fragen hat, steht der Lehrmeister immer zur Verfügung. Hallo, ich bin Diana. Ich habe die Lehre hier als Anlage- und Apparatenbauerin gemacht und die Frauen sind hier herzlich willkommen. Ich hoffe, wir können euch einen kleinen Einblick von unseren Berufen geben. Und wenn ihr Interesse an einer Lehrstelle als Polymechaniker oder Produktionsmechaniker habt, dann bewerbt euch jetzt bei Jorns AG.